Dein Gegenüber, das unbekannte Wesen. Ja, das ist es tatsächlich. Kennst du deine Dualseele wirklich oder glaubst du sie nur zu kennen? Ich kann eines sagen, du glaubst du sie zu kennen, die Dualseele. Den Mann, den du so sehr liebst, die Frau, die du so sehr liebst. Denn das, was du glaubst, ist ganz oft nicht der Fall. Das habe ich ganz oft in der Kommunikation mit meiner Dualseele eins zu eins erlebt, dachte ich mir, das kann doch nicht sein. Das sieht er ja völlig anders wie ich. Und ich war fast erstaunt, dass das nicht so sieht wie ich. Weil ich ging davon aus, ja, wir sind so gleich, wir sind so in einer guten, balancierten Energie, dass er es doch wissen müsste, was ich gerade erlebe. Und das ist ein großer, großer Irrtum. Damit will ich heute mal hier aufräumen und sage, warte mal, so nicht, ihr Lieben. Es gilt zu kommunizieren und zwar ordentlich auf tiefster Ebene und dich nicht hinter dieser Ausrede zu verstecken. Na, nee, ich mag's nicht, weil ich habe Angst und so weiter. Ängste gehören überwunden und in diesem Video gehe ich ganz klar darauf ein, warum du es machen musst. Ansonsten hast du eh schon verloren. Ja, bleib dran, gleich geht's los, deine Helga. Ja, ihr Lieben, ich höre ganz oft, ja, ich weiß, ich müsste mehr reden, ich weiß, ich müsste meine Gefühle mitteilen, ich weiß, ich müsste, aber ich kann nicht. Und dann frage ich immer, warum kannst du nicht? Und dann sagt derjenige, diejenige, ja, ich habe Angst, Verlustangst und so weiter. Doch da sind wir schon am Arbeitspunkt. Es gilt, diese Angst anzugucken und zu überwinden. Denn Kommunikation ist die Basis, auf der auch eine Dual-Seelen-Begegnung sich weiterentwickelt. Keine Kommunikation, keine Entwicklung, kein Kontakt, keine Entwicklung. Telepathisch reicht nicht, habe ich ja schon so oft gesagt. Oh, telepathisch, ja, ich höre es oft, ja, ich habe so eine tolle telepathische Verbindung. Das geht toll, wunderbar für euch. Das könnt ihr nutzen, aber es ist nicht die Basis für Weiterentwicklung. Wenn du weiter willst, du bist ein physisches Wesen mit einem Körper und einem Mundwerk und Worte, die du sagen kannst. Es geht nur über Kommunikation. Sorry, wenn du etwas anderes erwartest, da kann ich dich enttäuschen oder muss ich dich enttäuschen, wird nicht funktionieren. Allerdings sind wir da schon am nächsten Herausforderungspunkt. Kommunikation ist nicht gleich Kommunikation, denn du kannst eine Ich-Kommunikation führen. Ich fühle mich so, so geht es mir gerade. Ich habe erkannt, dass du das in mir ausgelöst hast, weil es schon da war. Die wäre ja wiederum super, diese Art von Kommunikation. Meistens erfolgt aber dann diese, du machst mich unglücklich, du machst dies nicht, du machst das nicht. Und es wird angeklagt und angekreidelt und das läuft nicht gut und jenes. Ich kenne es, ich habe es auch gemacht. Ich habe auch erkannt, das war nicht super in Beziehungen. Denn wenn du immer mit dem Finger auf den anderen zeigst, naja, das nützt gar nichts, der andere zieht sich zurück. Das ist in keiner Kommunikation gut und schon gar nicht in dieser innigen Seelenpartnerschaft. Da geht es um tiefe Verbindungen und tiefgehenden Gefühlsebenen eingetaucht zu sein oder einzutauchen, damit du auch wirklich das sagst, was Sache ist und nicht nur irgendwelche Worte raushaust und deine Verletzungen zur Schau stellst und den anderen beschuldigst. Das geschieht leider, leider viel zu oft. Ich hab's auch gemacht mit dem Erfolg, dass es richtig schwer wurde. Also so läuft Kommunikation auch bei Dualseelen nicht. Zumindest nicht gut. Wobei, eins kann ich sagen, besser diese Kommunikation wie gar keine. Ich höre ja so oft in den Beratungsebenen, die ich habe, ja, wir haben schon mindestens 3 Jahre nimmer gesprochen, nur geschrieben. Ach, Schreiben ist nix. Schreiben ist das schlechteste aller Kommunikationsmittel, das du mit der Seelenpartnerin, dem Seelenpartner machen kannst, denn es wird voll missinterpretiert. Der andere liest mit seiner Brille, was du geschrieben hast, und interpretiert garantiert völlig falsch und ist total beleidigt oder total ärgerlich oder verletzt oder wie auch immer. Es bringt nichts. Also bitte nicht in Worten schriftlich kommunizieren. Sprachnachrichten sind schon besser. Ja, okay, Videocall oder ein Telefonat auch schon viel, viel besser und sich direkt sehen, optimal. Dann kannst du direkt auch die Körpersprache sehen und auch mal
etwas wieder ausgleichen. Was droht in die Schräglage zu rutschen, weil du etwas gesagt hast, nicht aufgepasst hast und der andere sich voll angekreidet fühlt und voll angegriffen fühlt. Denn du musst eines wissen, du bist ein verletztes Kind, er oder sie auch. Du bist nicht er, er ist nicht du. Wird leider oft vergessen. Denn da sich so gut in dich anfühlt, glaubst du als Frau oft, naja, der Mann muss mich verstehen. Der Mann ist aber ein Mann, keine Frau. Eine Frau versteht die vielleicht viel besser, wahrscheinlich sogar, weil sie ja auch eine Frau ist, mit den hormonellen Schwankungen und so weiter. Ein Mann hat das nicht, er kann dich nicht verstehen, dass du heute gerade so komisch drauf bist. Muss man kommunizieren? Mann und Frau sind so unterschiedlich wie Wasser und Feuer, wie hell und dunkel, wie heiß und kalt, wie, ach, konträrer geht's nicht. So, und auch in einer Dualseelenpartnerschaft ist dieses Konträre ganz klar da und gehört kommuniziert. Und was haben wir gelacht über unsere Missverständnisse, die wir gemacht haben in unserer Kommunikation? Das war gut, denn wir haben drüber lachen können, weil wir es eben auf den Tisch gebracht haben. Ich habe dann gesagt, du, was hast du denn da wieder gemacht? Ich habe mich total schlecht gefühlt, weil aus dem und dem Grund. Und hat gemeint, was? Das wollte ich doch, hab doch gar nicht nur gut gemeint. Der Mann meint's gut, die Frau fühlt sich angegriffen. Umgekehrt, die Frau meint's gut, der Mann fühlt sich missverstanden. Also Kommunikation auf der Seelenpartnerebene ist schwierig, gebe ich zu. Ist sehr, aber generell ist die Kommunikation zwischen Mann und Frau äußerst schwierig. Das liegt nicht nur an der Seelenpartnerebene. Männer und Frauen haben andere Grundlagen, auf der sie denken, fühlen, agieren. Und da empfehle ich dir mal dringend, dass du dich da mal ausbildest und dir ein paar Videos anschaust oder Bücher liest, warum das so unterschiedlich ist und warum es für die Kommunikation manchmal so ein Handicap ist, dass du erwartest, dass dein Gegenüber dich versteht. Und dann total traurig bist, weil er es halt nicht macht und du nicht erkennst, dass er es gar nicht kann. Okay? Also bitte offen und ehrlich sprechen über das, was dich bewegt in einer Ich-Kommunikation. Nicht du machst etwas falsch, du hast mich verletzt. Das bringt rein gar nichts. Ja, wird aber allerdings oft gemacht. Aus Nichtwissen, aus verletzten Gefühlen heraus, aus Ansprüchen, die man hat dem anderen gegenüber und so weiter und so weiter. Also achte da mal drauf, wie sagst du etwas und wie fühlst du dich dabei, wenn er dir etwas mitteilt, was dich verletzt. Da ist weniger oft viel, viel mehr. Nicht gleich draufhauen, dich zurückziehen, jammern und wehklagen, sondern sagen, du, das habe ich jetzt so und so verstanden, hast du so oder so gemeint? Und du wirst feststellen, nee, er hat es so gar nicht gemeint, er hat es gut gemeint. Und du hast es aber missinterpretiert. Deine Brille, dein verletztes inneres Kind, deine alten Erfahrungen haben es so, wie es für dich rüberkam, interpretiert. Und das muss aber mit dem, was der andere will, überhaupt gar nichts zu tun haben. Aber 0,0. Andersrum genauso. Du sagst etwas, meinst es gut und der andere ist baß erstaunt, zieht sie zurück, ist beleidigt, verletzt und zieht sich auch schon mal in die Höhle zurück. Männer ziehen sich gerne in die Höhle zurück, wenn sie sich ja schon mal mit dem Problem befassen müssen. Ah ja, ich habe ein Problem, Herausforderung. Wird sie zurückgezogen, rausgegangen, wird die Situation verlassen und dann kommt er zurück und hat das Problem gelöst und fühlt sich gut, während du die ganze Zeit, während der andere nicht da war, dich total schlecht gefühlt hast und dich geärgert hast und dich vielleicht mit einer Freundin ausgetauscht hast, der stellte mal vor, furchtbar, und dir gesagt, ja, verstehe ich auch nicht. Also weniger ist mehr. Gerade zwischen diesen Beziehungspartnern, Mann, Frau, und wenn es dann auch eine Seelenpartnerschaft ist, wird es noch komplizierter, wird es noch anstrengender, wird es noch aufwendiger. Leider, ja, ist so. Also Männer und Frauen ist ein Wunder, dass sie überhaupt gemeinsam leben können, weil sie so, so unterschiedlich denken, handeln, fühlen, agieren und auch unterschiedlich sind. Das muss man einfach wissen und danach handeln. Sonst wird es echt schwierig. Generell ist Kontakt sowieso das Nonplusultra, wenn in einer
Partnerschaft es nicht mehr funktioniert, ist der Kontakt runtergefahren worden. Also man redet nicht mehr miteinander, macht nichts mehr miteinander, hat keine gemeinsame Zeit mehr. Und dann mit der Zeit wird sich eine noch so gute Ehe, Partnerschaft, Liebe auseinanderdividieren, weil das ist die Basis von jeder Beziehung. Kommunikation, Austausch, hinhören, da sein und sich die Zeit nehmen für den anderen. Sonst klappt nichts. Und das sind Dualseelenpartnerschaften genau gleich. Das sind sie nicht anders wie jede andere Beziehungsebene. Bitte nicht denken, naja, es ist ja meine Dualseele, da kann das nicht passieren, dass es sich auseinander bewegt. Nein, das wird dann auch passieren. Ist der Fakt, den ich immer erlebt habe, selbst erlebt habe in meiner Beziehung und auch in den vielen, vielen Hunderten von Gesprächen, die ich geführt habe. Da passiert es auch. Vielleicht nicht so schnell, aber es passiert. Also ruhe dich da nicht auch im Sicherheitskissen aus. Ja, meine Dualseele kann ich nicht verlieren. Ja, du kannst sie seelisch, energetisch nicht verlieren, aber als Mensch durchaus, als Beziehungspartner durchaus. Also bitte sei da nicht so unachtsam. Beachte, schenke dem anderen Beachtung und schenke deinen Gefühlen Beachtung. Ansonsten wird auch das nicht weiter sich entwickeln können. Vieles, was in einer Dualseelenbeziehung für außergewöhnlich betrachtet wird, ist es auch. Das stimmt, denn die Verbindungsebene, auf der ihr euch begegnet seid, das ist eine ganz, ganz andere wie das, was du vorher erlebt hast. Das ist richtig. Das heißt aber nicht, dass diese tiefe Verbindung nicht so starke Risse bekommen kann, wenn du da nicht aufpasst und genau hinschaust, was jetzt wieder passiert, indem du vielleicht ein gewisses Verhalten an den Tag legst, das den anderen stark verletzt. Umgekehrt genauso. Der andere kann dich so stark durch etwas, was er tut oder nicht tut, verletzen, dass erst einmal da ein Cut entsteht. Und wenn man über dieses, was geschehen ist, nicht spricht, dann weitet sich dieser Riss einfach aus, bis der Riss so groß geworden ist, dass da gar kein Zusammenkommen mehr möglich ist. Und das wäre äußerst schade, wie ich finde. Denn diese wunderbare Verbindung auf dieser tiefen Ebene, die du geschenkt bekommen hast, die ihr geschenkt bekommen habt, bedarf auch eines wohlwollenden Vorangehens und eines liebevollen Weiterbetrachtens und liebevollen weiteren Kommunizierens. Wenn das nicht geschieht, wenn du zu hart wirst, auch dir gegenüber, dem anderen gegenüber, dann habt ihr einfach keine große Chance, dass ihr euch gut weiterentwickeln könnt. Dann wird einfach die Beziehung beendet. Zwar nicht auf der seelischen Ebene, auf der gefühlten Ebene, die Liebe bleibt da, aber ihr habt dann einfach keine Basis mehr in der weltlichen Ebene. Und das passiert leider öfter, als mir lieb ist, bei diesen innigen Seelenpartnerschaften. Und zwar aus Unwissenheit und aus Verletztheit und aus Angst. Angst ist einer dieser großen Faktoren, die jede Weiterentwicklung oft verhindern. Es gilt, sich diese Ängste anzuschauen und sich ehrlich zu begegnen und dem anderen ehrlich zu begegnen. Offen, ehrlich und klar. Und das ist so entscheidend wichtig. Wenn du das tust und auf dieser Basis weitermachst, wirst du wirklich viele, viele Geschenke erhalten, die auf dieser Ebene möglich sind mit diesem wunderbaren Menschen, der dir begegnet ist. Wenn du es nicht tust, erfährst du eben was völlig anderes. Es ist deine Entscheidung, wie du weitergehst. Und wenn du Unterstützung möchtest, ich bin gerne in jeder Hinsicht für dich da, damit du die richtigen Schritte zum richtigen Zeitpunkt unternimmst und nicht rumeierst und möglicherweise aus Unwissenheit das Falsche tust. Von Herzen alles Liebe, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video und wünsche dir eine gute Kommunikation mit dir selbst und mit deiner Dualseele, deinem Seelenpartner. Von Herzen alles Liebe, deine Helga.